The score is tied. Skip pass to McKean. McKean. Sich mit den eigenen schlechten Eigenschaften auseinanderzusetzen, ist nicht immer so ganz einfach. Wer gibt denn auch schon gern zu, schlechte Eigenschaften zu haben? Im neuen Jahr habe ich aber allen meinen Mut zusammengenommen und verrate euch jetzt exklusiv eine meiner schlechten Eigenschaften. Ich muss zugeben, dass ich bisweilen extrem ungeduldig bin. Dabei zahlt es sich meistens aus, geduldig zu sein. Zum Beispiel auch, wenn man ein Basketballfan ist und eine Xbox 360 besitzt. Denn eins kann ich gleich vorweg sagen, die Warterei auf die Xbox 360-Fassung von NBA 2K6 lohnt sich auf jeden Fall. Good for the 3-point play. Obwohl man sagen muss, dass Take-Two die Geduld von Basketballfans schon sehr strapaziert. Der Titel wurde nämlich nochmal kräftig verschoben und erscheint jetzt erst am 10. März. Dafür bekommt ihr dann aber wenigstens auch alle Spielelemente sowie nette Next-Gen-Grafik. NBA 2K6 versteht sich selbst als waschechte Simulation. Mit dem digitalen Steuerkreuz könnt ihr die nächste Angriffsstrategie auswählen. Im Spiel gegen die LA Lakers haben die Miami Heat auf der Center-Position natürlich klare Vorteile. Deswegen bringen wir den Ball zu Shaq. Mit der linken Schultertaste postet ihr auf, mit der rechten Schultertaste zündet ihr bei eurem Spieler den Turbo. Wer ohne großes, kompliziertes Regelwerk an der frischen Luft einfach ein paar Körbe werfen will, der wechselt in den Street-Modus. Dort trittet er dann in teilweise ziemlich abgedrehten Schauplätzen im klassischen 1 gegen 1 an oder spielt 4 gegen 4 auf dem Full Court. Genau wie auf der Xbox und der PS2 könnt ihr auch auf der Xbox 360 wahlweise analog schießen. Das richtige Timing beim Bewegen des rechten Analogsticks sorgt dann dafür, dass der Ball die perfekte Flugbahn nimmt. In der Verteidigung nutzt ihr die analoge Steuerung, um dem ballführenden Spieler das Spielgerät aus der Hand zu schlagen oder zum Blockversuch hochzusteigen. Wer sich damit nicht anfreunden kann, führt die Aktion wie gewohnt per Knopfdruck aus. Take-Two's Beitrag zum Thema Langzeitmotivation lautet 24/7 Road to the EBC. In diesem Spielmodus erstellt ihr einen eigenen Spieler und powert durch diverse Übungen dessen Fähigkeiten auf. Ist euer Riesenbaby einmal fit, tritt es bei diversen Turnieren an. Dort warten dann unter anderem echte NBA-Stars als Gegner. Wer menschlichen Gegenspielern zeigen will, wo der Frosch die Locken hat, der kann sich auf den Online-Modus freuen. Hier gibt es dann mehrere Lobbys, wo sich immer ein passender Spielpartner findet. Außerdem könnt ihr online eigene Turniere oder Ligen organisieren. Per Download erhaltet ihr immer die aktuellen Mannschaftskader. NBA 2K6 hat somit alles, was ein echter Basketball-Hit braucht. Die Steuerung passt, die Spielmechanik ist ausgereift. Dazu kommt eine gute Spieltiefe und eine klasse NBA-Atmosphäre. Bei Heimspielen gehen die johlenden Fans voll mit. Zickige Superstars beschweren sich nach erfolgreichen Korbversuchen über angebliche Fouls. Auch die Spielermodelle sind gelungen. Negativ fallen lediglich einige Clipping-Probleme sowie vereinzelte Ruckler auf. Aber wie gesagt, Geduld ist angesagt, denn das Warten lohnt sich.